Der kann noch einen draufsetzen. Hat er vorhin auch in der Probe wieder bewiesen. Der ist in super Form, der Österreicher. Doppelweltmeister von Oberstdorf in der vergangenen Saison. Und wo springt der denn hin? Toller Satz. Noch einen halben Meter weiter als Erik Frenzel und bekommt klasse Noten. Hatte auch die besten Bedingungen, nur 3,5 Punkte in Sachen Windkompensation obendrauf. Wird ganz, ganz knapp, was die Führung betrifft. Johannes Lampertas, 20 Jahre alt und schon so abgezockt. Und er geht in Führung. Rang 1, der Sieg beim Springen für den jungen Österreicher hier in Predazzo. Sieht man gar nicht so oft dieses Visier, das nicht eingefärbt ist. Toll zu sehen, wie die Augen diesen Blick nach vorn richten. 105,5 Meter für Johannes Lamperter. Also, er gewinnt das Springen vor Erik Frenzel. 4 Deutsche unter den Top 10. Das wird ein hochspannender